Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Sendung. Heute gibt es für euch eine kleine Review zum Thema Naturkosmetik und ein paar News. Also dranbleiben und los geht's. Als allererstes fangen wir heute Abend einen Liquid Rouge von Alverde. Das ist die Nummer 10 und der heißt Lovely Pink. Den habe ich, glaube ich, vor einem Jahr gekauft. Wahrscheinlich bekommt man ihn so in der Ausführung nicht mehr. Aber ich kann euch nur raten, danach mal Ausschau zu halten nach so einem Liquid Rouge. Das hat Alverde garantiert wieder im Sortiment im Sommer oder auch im Frühjahr. Das lässt sich wirklich toll verteilen. Letztes Jahr gab es wirklich tolle Farbtöne. Das Produkt fand ich wirklich toll. Das habe ich jetzt auch wieder ein bisschen rausgekramt, weil ich jetzt wieder so ein bisschen auch mehr hellere Rouge-Töne verwenden möchte. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und dann meine straffende Augenpflege von Weleda mit Granatapfel. Von der bin ich wirklich restlos begeistert. Die benutze ich schon über ein halbes Jahr. Immer morgens, weil es eine leichtere Anti-Aging-Pflege ist, die aber dennoch richtig was bietet, finde ich. Und ich finde die wirklich toll. Und ich vertrage die unheimlich gut an den Augen. Und bei Augenpflege mache ich immer gar nicht so gerne Experimente. Da benutze ich auch nicht so gerne neue Produkte, weil ich einfach manche Sachen nicht vertrage. Trage an den Augen und das dann meistens wirklich mit tagelangem Jucken und mit Rötung zu tun hat. Deswegen bin ich mit diesem Produkt hier so glücklich. Der Langzeittest hat mir gezeigt, dass diese Creme wirklich toll ist. Sie mindert super Fältchen und ist toll verträglich und ja, gerade das Richtige für meine Augen. Und seit längerem benutze ich auch schon die straffende Nachtpflege von Lavera mit Karanjaöl und weißem Tee. Und die ist wirklich, wirklich toll. Ich habe ja schon mal berichtet, dass Nachtpflegeprodukte ja oft sehr fettig sind und einfach zu viel für meine Haut. Aber die anderen Cremes einfach zu wenig sind. Und ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass meine Haut irgendwie nachts nicht genug Nährstoffe bekommt und irgendwie sehr, sehr trocken war, gerade im Winter. Und diese Pflege tut meiner Haut wirklich super gut. Diese Creme hat genau die richtige Mischung. Nicht zu leicht, aber auch nicht zu reichhaltig. Und ich finde das Pflegeergebnis wirklich super. Und das ist eine Nachtpflege, die ich wirklich sehr, sehr gerne benutze. Diese Gesichtscreme von Weleda ist eigentlich für Kinder und für Babys konzipiert, aber im Gesicht finde ich sie auch total schön. Gerade wenn die Haut viel schuppt und gereizt ist und auch trocken ist und irritiert ist, kommt diese Creme wirklich sehr gut. Ich habe diese Creme im Winter häufig benutzt, als ich das Gefühl hatte, meine Haut weiß gar nicht wohin und sie hat wunderbar geholfen. Auch bei meinen Kindern ist sie regelmäßig am Start und ich finde diese Creme wirklich toll. Diese Creme sollte man nicht in die Ecke Kinder- oder Babypflege stecken. Ich finde, die ist wirklich super und wenn man mit anderen Cremes nicht zurechtkommt, weil die Haut sehr, sehr empfindlich ist, dann probiert einmal diese hier aus. Und dann wird es circa ab Mai 2014 ein paar tolle neue Produkte von Lavera geben. Das ist einmal eine 8-in-1 CC Cream, eine Anti-Aging-Pflege, die einfach auf die anspruchsvollere Haut eingeht und so gut deckt wie ein Make-up und bei regelmäßiger Anwendung auch Pigmentflecken vorbeugt. Finde ich eine tolle Sache. Kann ich gar nicht erwarten, das auszuprobieren. Denn ich fand den 6-in-1 Beauty Balm schon so toll. Und diese CC Cream macht bestimmt einen tollen Teint. Dann wird es sehr erfrischend und sehr pink. Pink Energy ist eine Limited Edition. Tolles Duschgel, tolle Body Lotion mit Bio-Pfeffer und Bio-Grapefruit. Verspricht sehr belebend zu werden und ich kann es irgendwie schon riechen. Grapefruit finde ich auch echt toll. Ähnlich wie Orange und Lemon. Es hat auf jeden Fall das Potenzial, wieder ein Lieblingsduft zu werden. Und Lavera macht wirklich tolle Duschgele und tolle Lotions und da stehe ich voll drauf. Und ich freue mich so auf die Pink Energy LE. Dann wird es noch eine Selbstbräunungscreme geben für das Gesicht und das finde ich wirklich gut. Ich habe im letzten Jahr ganz gute Erfahrungen mit Selbstbräunern gemacht, vor allem an den Beinen, wenn es draußen nämlich wärmer wird und man wieder ein bisschen kürzer trägt und man selber mit dem Winterteint um die Ecke gebogen kommt, kann ein Selbstbräuner wirklich toll helfen. Und diesen hier werde ich auf jeden Fall auch testen, bin ich echt schon gespannt. Und dann gibt es natürlich noch im Bereich dekorativer Naturkosmetik eine Limited Edition Colorful Garden. Tolle Monolidschatten, tolle Lipglossfarben, ein super Mascara, tolles Wangenrouge und ein klasse Make-up. Und ich bin schon sehr gespannt. Auf jeden Fall werde ich meinen Make-up-Vorrat zum Frühjahr hin damit auf jeden Fall aufpimpen, weil die Lavera LEs haben mir bis jetzt immer sehr gut gefallen. Und man kann ja von gewissen Dingen gar nicht genug haben. Ob es Blush ist, ob es Lipgloss ist und auch Make-up und die ganzen Sachen.
einfacher, machen das Leben einfach schöner und lassen uns im Frühjahr einfach gut aussehen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und so hier und da ein neues Lipgloss, hier und da ein neuer Mascara, das muss einfach sein. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich tolle Erfahrungen im Naturkosmetikbereich. Ich habe selten Produkte dabei, die ich irgendwie gar nicht mag. Bei mir findet fast alles eine Verwendung. Und es lohnt sich manchmal auch, Produkte etwas länger zu benutzen, um zu sehen, wie es denn wirklich nach so 3 oder 4 Wochen ist. Deswegen täuscht manchmal auch der allererste Eindruck. Und macht euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder ab 13:30 Uhr. Bis morgen. Tschüss.